In diesem Video möchte ich dir einmal die Kundenübersicht genauer zeigen und wie du deinen Kundenstamm in Shopware pflegen kannst. Na, hier gehen wir einmal links in den Bereich Kunden auf die Übersicht und da sehen wir dann schon eine Auflistung all unserer Kunden im Shop. Wir haben jetzt hier beispielhaft erstmal nur einen Kunden, deswegen ist das noch alles etwas leer. Ja, da haben wir dann schon die grundlegenden Informationen, einmal den Namen, die Adresse, eine Kundennummer sowie die E-Mail-Adresse. Bei Bedarf können wir dann auch direkt hier manuell einen Kunden anlegen. Wir schauen uns jetzt aber mal den angelegten Kunden an, indem wir hier auf Anzeigen gehen. Das ist jetzt erstmal der Anzeigemodus. Wir können später den Kunden auch noch bearbeiten. Schauen wir uns aber erstmal die grundlegenden Informationen an. Hier haben wir einmal den Kontobereich mit der Kundengruppe, der Standardzahlungsart, dem Kontostatus, die Sprache, wie gerade schon erwähnt, die Kundennummer, die letzte Anmeldung des Kunden und den Umsatz, den der Kunde bereits durch seine Bestellung im Shop generiert hat. Hier ganz unten haben wir dann noch die Adressen hinterlegt, einmal die Standardlieferadresse und einmal die Standardrechnungsadresse. Etwas einfacher haben wir das nochmal hier aufgelistet in dem Bereich Adressen, wo wir quasi drei verschiedene Adressen hinterlegt haben, die sowohl als Rechnungsadresse als auch als Lieferadresse genutzt werden können. Dies kann man dann später in dem Bearbeitungsmodus einstellen, den zeige ich dir gleich. Schauen wir uns noch einmal hier den Reiter Bestellung an. Ist nämlich ganz interessant. Hier siehst du alle Bestellungen, die der Kunde jemals im Shop getätigt hat und auch den aktuellen Bestellstatus. Hier, also immer up to date. Genau, wie gerade schon erwähnt, gehen wir jetzt einmal in den Bearbeitungsmodus, um das Kundenkonto einmal anzupassen. Ja, hier können wir dann die einzelnen Felder anpassen bei Bedarf. Wir können zum Beispiel ein neues Passwort vergeben. Wir können den Kunden einer anderen Kundengruppe zuweisen oder auch einfach die Standardzahlungsart ändern, beispielsweise mal auf Nachname. Wir können den Kunden inaktiv schalten. Wir können die Sprache festlegen und bei Bedarf auch noch ein Geburtsdatum hinterlegen. Hier unten haben wir dann wieder die beiden Adressen, die wir theoretisch jetzt hier schon bearbeiten könnten. Einfacher geht das aber, indem wir nochmal hier hochscrollen und in den Bereich Adressen gehen. Ja, hier haben wir dann nochmal die verschiedenen Adressen und hier links siehst du wahrscheinlich schon diese beiden Symbole. Dieser Wagen hier steht einmal für die Lieferadresse und dieses Dokument für die Rechnungsadresse. Hier kannst du dann individuell festlegen, welche Adresse die Lieferadresse sein soll, indem du das hier anhakst und welche die Rechnungsadresse sein soll. Das kann natürlich auch beides gleich sein. Hier rechts kannst du dann noch einige andere Optionen treffen, indem du einmal die einzelne Adresse bearbeitest, indem du hier auf Bearbeiten gehst. Hier kannst du dann nochmal die komplette Adresse ändern, anpassen, wie du möchtest. Du kannst die Adresse duplizieren, das habe ich jetzt ich mal im Vorfeld gemacht, oder du kannst sie direkt als Standardlieferadresse oder als Standardrechnungsadresse festlegen. Genau, dann in dem Bereich Bestellung kannst du jetzt erstmal nichts ändern, da dies dann in dem Bestellmodul erfolgen müsste. Hier kannst du dann wieder ganz normal die Bestellung sehen oder sie hier auch direkt öffnen. Zum Schluss solltest du natürlich alles einmal speichern und dann haben wir schon die Änderungen gemacht.